So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17 und wir haben in der letzten Folge endlich mal Punkte in der Champions League holen können. Das freut mich extrem, weil das war so das Sorgenkind, was ich jetzt noch krass hatte. Nächstes Spiel geht dann für uns gegen Gladbach. Wir sind momentan Vierter, wir sind Sechster mittlerweile dann mal. Wir könnten heute relativ weit oder relativ gut Punkte nochmal gut machen. Wenn wir gewinnen, haben wir 18 Punkte, dann wären wir schon mal wieder richtig gut an den oberen Plätzen dran. Danach spielen wir auch noch gegen Mainz, gegen den jetzigen Ersten. Also das wird alles gerade relativ gut. Die Aufstellung hatten wir schon soweit gemacht eigentlich. Pasak geht wieder auf den Rechtsverteidiger, auf die Rechtsverteidigerposition. Kagawa aufs offensive Mittelfeld, obwohl ich da jetzt eigentlich eher lieber Pjanic haben möchte als Kagawa, weil Kagawa können wir dann noch einwechseln für Reus. Reus ist unsere hängende Spitze. Und Aubameyang geht in den Sturm. Links ist Schürrle. Und danach kommen wieder die zwei Pokalspiele, wo wir auf jeden Fall eins von beiden verlieren werden. Damit wir da endlich mal rausfliegen aus dem zweiten. Wir werden, denke ich mal, gegen Aue verlieren, wir schenken einfach mal dem schwächeren Verein das Weiterkommen und konzentrieren uns dann auf das Spiel gegen Mainz. Ich habe auch gesehen, der Krauer hat das Problem auch. Das heißt, ich bin nicht, zum Glück nicht der Einzige, der dieses Problem hat. Mit zweimal im Pokal sein. So, zweite Mannschaft. Ist immer noch gut. Ich sehe gerade, wir haben hier sogar einen Torwart weniger. Das heißt, wir könnten sogar den aus der Jugend hochholen als Torwart. Aber dann wäre halt die Verpflichtung von Früchtl eigentlich relativ sinnlos gewesen. Und ich meine, unsere zweite Mannschaft ist ja auch so sehr stark. Hat noch nicht verloren bis jetzt. In dieser Saison. Henrichs ist notenbester Spieler. Momentan schon auf nach 75. Also eigentlich müssten wir den ja holen, ne? Eigentlich müssten wir den ja schon in die erste Mannschaft holen, aber wir lassen ihn gerade nochmal in der zweiten Mannschaft, bis er wirklich überragend ist in der zweiten Mannschaft. Jugendmannschaft sieht auch ganz okay aus. Ich habe übrigens noch nicht das nachgetragen. Ich mache gerade wieder so eine Aufnahmesession für die komplette Woche, weil ich die komplette Woche eigentlich wieder zu tun habe. Deswegen nehme ich hier auch um 3 Uhr morgens noch auf, also nicht wundern. Kann man machen am Wochenende, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt schon rein ins Spiel gegen Gladbach und zögern gar nicht lange. Dann würde ich sagen, bis gleich im Spiel gegen Gladbach. Haut rein. So Leute, willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga heute gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind zu Gast in Gladbach. Und relativ klares Handspiel von Kramer. Dann im Strafraum. Aber Schiri hat nichts gesehen. Wir spielen sehr offensiv. Und wir brauchen Punkte. Immer noch. Also wir sind noch nicht safe. Solange wir nicht oben wieder mitspielen, sind wir noch nicht safe. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Weigel passt auf Schürrle. Der leitet auf der linken Seite auf Aubameyang weiter. Dieser überwindet den Keeper. Befand sich aber leider im Abseits. Schade. Das war eigentlich schon mal eine gute Möglichkeit, die wir hier hatten in den ersten Minuten. Weitere Kopfballvorlage von Pjanic. Aubameyang schiebt trocken ein. Und da ist das 1:0 in der 13. Minute. Dann macht das halt 4 Minuten später. Wenn er es beim ersten Mal nicht hinbekommt. Wir sagen weiter so. Sehr gut von Aubameyang. Er kommt immer mehr zurück in die Mannschaft. Wird fit. Bender kriegt die gelbe Karte hier wegen Halten. Und Pasak, ja, steigert sich auch. Das finde ich gut. Schon auf einer 74 jetzt. Aubameyang lässt Wendt kurz vorm Strafraum aussteigen. Kommt frei zum Schuss. Aber der Schuss landet direkt in den Arm von Jan Sommer. Pjanic mit einer sehr guten Note. Aubameyang auch. Pasak macht auch sein gutes Spiel. Bender auch, trotz seiner gelben Karte. Schein wird noch ausgepfiffen. Ja, stimmt. Wir haben ja Schein an Gladbach verkauft. Nuri Schein sucht Raphael. Trifft den Ball nicht richtig. Unkontrolliert kommt die Kugel dennoch zu Raphael. Der scheitert aber an Horn. Sehr gut.
Glanzparade von Horn. Mit der Note 1,5 Horn auch bei einer 79 gerade. Sehe ich gerade mal so. 30 Minuten gespielt jetzt. Nochmal die Wirklichkeit, aber Strobel hindert Guerrero am Flanken. Gibt dadurch eine Ecke für uns. Und Pjanic macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Ach, und das wird jetzt, das klare Handspiel von Schürrle wird jetzt verwarnt, natürlich. Das andere von irgendwem am Anfang wurde nicht, von Kramer am Anfang wurde nicht geahndet. Jetzt kriegt Strobel auch die gelbe Karte, weil er Dembele die Beine weggezogen hat. Aubameyang hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Weigel. Spielt im Strafraum clever zurück auf Reus. Der schiebt trocken ein zum 0:2. Weiter so, Leute. Sehr gut. Reus macht hier sein Tor, sein zweites in dieser Saison. Denke ich, wird jetzt mal öfter zu Torschüssen oder Toren kommen. Durch die hängende Spitzeposition. Dadurch, dass er halt nicht mehr auf dem Flügel agiert. Ecke. Aubameyang verlängert schön. Dembélé dreht sich. Und trifft aus dem Gewühl unhaltbar für Sommer. Der hat ihn nicht mal richtig gesehen. Ja, wie kann er die denn nicht richtig sehen? Dembélé 0:3. Auch mit seinem vierten Tor. Ja, sehr schön. Da sind wir schon mal 0:3 vorne gegen Gladbach. Schade, und da hatte Marco Reus nochmal eine Möglichkeit. Ja, heute geht's ja ab. Heute geht's ja richtig ab hier bei uns. 3:0 schon. Und die Taktik scheint zu funktionieren. Freut mich. Freut mich riesig. Aubameyang mit einem richtig guten Spiel ist zwar schon bei 77, kriegt jetzt aber dann direkt nochmal die Massage. Und der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Stimmung ist blendend in der Mannschaft. So kann es weitergehen, Leute. So kann es weitergehen. Pjanic macht auch ein sehr gutes Spiel. Im offensiven Mittelfeld. Weigel ist auch gut unterwegs. Ja, es geht bergauf. Ich habe so langsam das Gefühl, dass wir uns gefunden haben in dieser Saison. Anfangsschwierigkeiten scheinen da gewesen zu sein, quasi. Und das ist gut. Johnson kommt jetzt rein für Kramer. Kramer scheint wohl gar nicht, er hatte eine Note 5. Giant bedient wieder Raphael. Team Horn ist aber auf der Hut, hat den Ball. Oder klärt zur Ecke eher. Team Horn heute mit der Note 1. Macht auch ein Riesenspiel. Kein Problem für Guerrero, gerade die Ecke von Wendt. Fährt auf Kosten einer weiteren Ecke. Bartha ist heute nicht so gut unterwegs. Genauso wie Schürrle. Raphael hat sich hier im Duell mit Bartha durchgesetzt. Kann den Ball aber nicht richtig drücken. Klar, geht klar drüber der Ball. Und jetzt sind wir wieder dran. Mit Aubameyang, der geht wunderbar an Janschke vorbei. Schaut kurz, zieht ab aus 16 Meter. Jan Sommer ohne Abwehrchance, 0:4. Ach, Aubameyang, du bist mein Held. Du bist mein Held. Unglaublich. Dembélé kommt über rechts. Zunächst wird der Angriff geblockt, aber holt sich den Ball wieder. Im 5-Meter-Raum ist Pjanic. Janschke reagiert aber. Der reagiert schneller als Janschke. Und vollendet hier zum 0:5. Und so langsam wird es ja eine Schmach für Gladbach. Traoré und Bartha verbeißen sich in einen Zweikampf. Beide überhören den Pfiff vom Schiedsrichter. Komplett am Ende liegen beide auf dem Boden, schauen Hilfe suchen zum Schiri, aber der hatte schon abseits gepfiffen, also ist ihm das scheißegal. Und wir lassen unsere Leute mal aufwärmen, die auf der Bank sitzen. Denn ich denke, bald werden wir Aubameyang da mal auswechseln müssen. Aber der hat heute
ein Wahnsinnsspiel gemacht, also hat er sich seine Pause auch redlich verdient. Er hat sogar einen Hattrick, oder? Ja, der ist zwei. Er hat erst zwei Tore gemacht heute. Aber nichtsdestotrotz hat er ein Wahnsinnsspiel gemacht. Der Aubameyang. Wir werden ihn auswechseln, wir werden ihn schonen. Und wir werden auch Weigel auswechseln. Dafür kommt dann Tielemans rein. Weil Weigel auch schon ziemlich müde war. Und Aubameyang bekommt jetzt mal etwas früher die Pause. Denn der soll fit werden. Bei Pjanic ist das nicht so schlimm. Wenn der etwas müder wird, da haben wir ja noch... Drimmitsch kommt jetzt rein für Traoré. Minute ist Deutsch. Die 75. Minute, ne. Unglaublich. Was machen wir jetzt? Wir wechseln jetzt, ich möchte Pjanic auswechseln. Ich möchte aber Emre Mor einwechseln. Wie machen wir das jetzt? Und zwar setzen wir Reus ins offensive Mittelfeld. Dann Dembele als hängende Spitze und Emre Mor kommt rein. Tada! Richtiges Genie hier, was die Aufstellung angeht. Nein, natürlich nicht. Aber so kriegt Emre Mor Spielzeit, die er dringend benötigt. Pazdag auch wieder mit einer 2,5, macht auch ein gutes Spiel wieder als Rechtsverteidiger. Ich denke, er wird langsam auch konform mit der Position des Rechtsverteidigers. Das dauert ja immer so ein bisschen. Natürlich. Eine Minute Nachspielzeit wird es geben. Und Schlusspfiff. Sehr schön. Wir haben heute Gladbach debütiert, würde ich nicht sagen. Wir haben haushoch, also wir haben sehr hoch gewonnen gegen Gladbach heute. Was uns sogar auf dem 16. Tabellen, auf dem 6. Tabellenplatz verweilen lässt. Aber wir haben den Punkteabstand in der Tabelle sehr verkürzt. Guckt euch das mal an. Schalke mit 22 Punkten erster und dann ist hier Hamburg auf dem 9. mit 17 Punkten. Da ist gerade mal 5 Punkte zwischen dem 1. und dem 9. Platz sind gerade mal 5 Punkte Platz. Also das ist echt sehr knapp. Das ist sehr cool. Echt knappe Tabelle. Und auch Bayern ist ja... Bayern, Wolfsburg und wir haben eigentlich so eine identische Saison gespielt. Wolfsburg hatte kein Unentschieden, aber dafür schon 4 Niederlagen. Bayern hat quasi genauso gespielt wie wir. Nur dass wir eine bedeutend bessere Tordifferenz jetzt haben. Wir haben sogar die beste Tordifferenz der Liga und Gladbach haben wir heute dadurch ausgeglichen, was die Tordifferenz angeht. Das ist auch krass. Gut, gehen wir in den Nachbericht. Bis gleich. So Leute, willkommen zum Nachbericht dieses Torspektakels heute. Unglaublich. Ja, 10. Spieltag ist rum. Aubameyang wieder mit 2 Toren. Dembele hat ein Tor gemacht und eine Vorlage. Aubameyang sensationell auch noch mit 2 Vorlagen. Der Typ ist wieder heiß. Der Typ ist heiß auf Fußball und das gefällt mir, weil das zieht so ein bisschen die ganze Mannschaft mit. Wir waren wieder dominant, wir haben wieder viele Chancen gehabt, aber unsere Chancenverwertung, die ist echt sehr gut. 8 Chancen, 5 Tore, passt. Sind dadurch auch auf dem 2. Platz. Das ist sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon 3 Spiele in Folge wieder gewonnen. Es geht bergauf. Pjanic und Aubameyang und Timo Horn ist zum ersten Mal jetzt auf einer 82 Timo Horn und ist zum ersten Mal in der Mannschaft der Woche als Torwart. Das ist sehr gut. Pjanic auch zum ersten Mal dabei. Ja. Ja, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Wir waren heute 5. von den Noten her, obwohl wir 5-0 gewonnen haben. Naja. Beste Spieler Aubameyang natürlich ganz weit vorne. Dembele kommt langsam auch unter die Top 20 und der Rest, der ist so ein bisschen weiter hinten. Naja. Aber Hauptsache Aubameyang trifft. Wenn Aubameyang am Ende der Saison 50 Tore gemacht hat und wir dadurch Meister sind, ist mir das scheißegal.
Gut, gehen wir weiter. Neuverpflichtungen, haben wir eigentlich großartige Neuverpflichtungen gemacht? Ich glaube nein, ne? Wir haben ja so eigentlich Lewandowski als Albtraum der Kölner. Da hat Lewandowski wohl Köln abgeschossen. Man ist zufrieden mit, nee, wirklich, man ist zufrieden mit unserer Arbeit bei einem 5-0. Das kann ich ja gar nicht glauben. Aubameyang dreht einen Lehrfilm über seine Bewegungsabläufe und Volleyschüsse. Er ist dadurch etwas abgelenkt und verliert 3 Moralpunkte. Soll mich nicht interessieren, weil er ist sowieso gerade optimistisch unterwegs. Der gute Aubameyang. Ja, dann geht's jetzt Richtung Pokal. Wir können jetzt mal versuchen, das erste Pokalspiel schon zu verlieren. Aber erstmal spielt unsere zweite Mannschaft. Pauen verliert erstmal gegen Alemannia Aachen. Verdammt. Verdammt. So, wir versuchen jetzt mal, weniger als 7 Leute aufzustellen. Und mit Absicht zu verlieren. Das werden wir tun. Sie wollen Rode kaufen. Leverkusen, für 12 Millionen. Wir verhandeln mal. Weil was wollen wir mit Rode? Jetzt mal ganz ehrlich, der spielt eh nicht. Der hat 3 Einsätze bei uns bekommen. Und dann nehmen wir lieber die 12 Millionen. Dann können wir nämlich vielleicht noch den ein oder anderen Transfer in der Winterpause machen. Hier gehen wir gerade mal von Infrastruktur ein bisschen hoch. Das sind negative Budgets. Gut, gucken wir mal, dass wir jetzt gegen Erzgebirge Aue. Oh, das sieht auch anders aus jetzt. Nachrichten mit Sport 1. Genau, das war auch was im Adventskalender war, glaube ich. Das ist ja sehr geil. Ja, akzeptieren wir. Verkaufen wir Rode. Zwar etwas unter Marktwert, aber ich meine, er hat bei uns keine Spielpraxis. Da können wir nicht erwarten, dass wir den übertrieben teuer verkaufen. So, wir gucken jetzt mal. Wir nehmen einfach mal die Leute raus. Wie können wir denn... Können wir einfach so reingehen? Wir haben keinen vollständigen Kader der ersten Mannschaft. Jetzt können sie fortfahren. Möchten sie Spieler hinzufügen? Nein. Möchten wir nicht. Wir verlieren jetzt einfach 3-0 gegen Erzgebirge Aue. Ex-Modus. Ja, wir haben 3-0 verloren. So schnell kann es gehen. Oh, ich fühle mich ganz schlecht. Ja, haben wir Erzgebirge Aue den Sieg geschenkt, quasi. Noch. Übrigens ist Lukas Podolski der beste Torschütze des DFB-Pokals. Aber wir spielen ja gegen Mainz noch. Und das ist das eigentliche Spiel. Ja, dann haben wir jetzt auch den Bug bezwungen, dass wir zweimal im DFB-Pokal sind. Und hier können wir jetzt wieder schön mit der Mannschaft auflaufen, die wir haben wollen. Erik Durm geht nochmal raus für Paslak, weil ich möchte unbedingt, dass Paslak sich auf der Position Rechtsverteidiger einspielt. Wir müssen ihm dann aber auch noch andere Trainingsziele geben, glaube ich. Gucken wir gerade mal. Trainingsziele. Er hat ja gerade die hier alle. Dann geben wir ihm mal... was braucht denn so ein Rechtsverteidiger? Gucken wir mal, was wir für Trainingsziele zum Beispiel umgegeben haben. Nein, Trainingsziele. Flanken, Zweikampf, Grätsche, Antritt, Ausdauer. Okay. Trainingsziele. Ja, Beweglichkeit, Schnelligkeit und so, das ist für Rechtsverteidiger, ist das alles schon Zweikampf. Lassen wir ihn mal trainieren. Manndeckung, Antritt hat er schon. Grätsche lassen wir ihn mal trainieren, dass er dann halt auch die Ausdauer brauchen wir nicht. Sprungkraft, braucht er Sprungkraft? Ballkontrolle braucht er auch erstmal nicht. Kopfballpräzision, Sprungkraft, Robust. Werden wir das in der nochmal Robustheit trainieren? Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob das gerade sinnvoll ist, was ich mache. So.
Lassen wir ihn das mal gerade trainieren. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für, also oder mit der Fußballmanager-Folge für heute. Wir haben ja eine absichtliche Niederlage in Kauf genommen gegen Erzgebirge Aue, aber dafür haben wir heute Gladbach unglaublich gut besiegt mit 5:0. Da bin ich richtig stolz gerade drauf, richtig glücklich auch, weil das zeigt einfach, dass es bei uns in die richtige Richtung jetzt wieder geht. Und ich bin echt gespannt, wie es jetzt mit der Saison weitergeht. Falls ihr Bock habt, Sachen aus der dritten Liga zu sehen, wie jemand einen Verein richtig hochboxt, schaut nochmal beim Krauer vorbei. Macht ihm mal die 1000 Abonnenten voll, hat er echt verdient. Ich gucke echt gerne bei dem. Auch die, oder das Fußballmanager, das ist eigentlich so ziemlich der einzige, bei dem ich aktiv Fußballmanager jetzt wieder gucke. Ja, dann abseits davon, schaut bei meinen Livestreams vorbei. Ist jetzt verdammt, also eigentlich ziemlich täglich, so fast täglich, ja. Glaube ich schon. Also jedes Mal, wenn ich eigentlich am PC am Zocken bin, bin ich auch am Livestream eigentlich. Nicht immer Fußballmanager. Strox, du weißt, das geht an dich. aber auch Fußballmanager, weil die Streamkarriere macht auch extrem viel Bock. Und ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.